Jo. Na? Oh, das halbe Feld schon bestellt. Ja. So, noch zwei Felder, dann habe ich erstmal alles, was ich habe, so eingepflanzt. Okay. Mehr habe ich dann was auch nicht. So alles? Kopfsalat, Kartoffeln. Brokkoli, Kartoffeln, Möhrchen weiter da hinten, Knobi und Zwiebeln, Kirschen, Äpfel, Tomate. Wir müssen nur aufpassen, dass es halt diesmal nicht verdorrt. Ja, also jeder, der mal hier vorbeikommt, mal rein. Naja. Übrigens, der Wassersammler ist voll. Also, jo. Das wird das kleinste Problem sein. Also, ja, der ist ein Problem. Wie kriegst du das Wasser da raus? Ja. Kannst du mir jetzt erklären, wie du das Wasser da rauskriegst? Ich habe, glaube ich, ein paar leere Flaschen, mit denen ich das nur testen kann. Ja, ich konnte nämlich letztens kein Wasser rausbekommen. Ich konnte es nicht rausgießen. Ich hab's auch nicht hinbekommen. Also, versuch's mal eben. Weil das ist nämlich ein kleines Problem. Ja. Aber sonst super Gerät auf jeden Fall. Also ja, cool. Ja. Ne, also das wollen wir jetzt nicht schlecht reden. Okay. Ich muss meine Klamotten mal waschen, ey. Vielleicht ist es noch nicht ganz. Vielleicht sind wir auch einfach nur zu blöd dafür. Ja. Nicht ganz ausgereicht. Ich gucke mal. Achso. Ja, hier. Müsst die Flasche einfach da so hinhalten, wo der Schlauch ist und dann. Ja. Ah, Steine. Ah, oh. Ah. Was? Wohin? Ein bisschen. Den Schlauch müsst ihr rausholen, ein bisschen das Wasser ansaugen, so. Oh Gott, was? Und dann ab in die Flasche. Ja, doch. Aber es geht. Ich habe die Flasche voll gekriegt. Okay, ich hol mal kurz meine Flasche, das müssen wir mal ausprobieren. Okay. Ich hab das letzte Mal nicht hinbekommen. Ich hab meine Schuhe. Aua. Okay. Meine, das sind aber auch keine richtigen Schuhe zum Arbeiten, ne? Nee, darum hab ich sie ausgezogen. Andere. Darum hab ich sie ausgezogen. Ja. Aber hast du schon gesehen, die haben eine rote Sohle. Die passen nicht. Ja, ich weiß. Es gibt aber keine anderen. Ich hoffe, es ist ein rotes Oberteil, dann passt das wieder. Ich hab nur kein rotes Oberteil. Kennst du, das passt? Mann, jetzt zögert er mich auch mit, das passt nicht. Ich hab die roten. Ja, ich hab die rote Sohle schon gesehen. Ich hab das Ding. Geht das hier? Kann man das machen? Ja, geht. Ja, so geht's. Die Schuhe, kann man machen. Ja, kann man machen. Jetzt habe ich natürlich kein Pullover an, ne? Jetzt wird's noch kälter. Ach, Kacke. Wie haben wir das jetzt gemacht, dass hier Wasser auslege? Der halbe Arsch raus. Ich hab schon gesagt, also Shiba, Respekt. Sehr geiler Knackarsch. Und kriegst du das hin? Gesagt, irgendwie, also. Ich bin da noch nicht so ganz. Ich verstehe es auch noch nicht so richtig. Oder geht das. Kriegt den Schlauch da nur Miro rein? So. Irgendwie? So, warte mal. Er sagte jetzt hier einen Schlauch nehmen, aber. Blub, die Party ist schon. Die Party geht schon, ne? Die ist schon dann. Also, wir haben schon angefangen, herzurichten. Nehmen, ansaugen? Ja. Ja, tatsächlich. Doch, mit Ansaugen funktioniert das. Okay. Warte, ich muss das nochmal versuchen. Warte. Ich verstehe nicht, was hinaus wollen. Ich verstehe nicht im RP, was ich jetzt machen muss. Okay. Ja, doch. Okay, ich glaube, ich bleib beim Brunnen. Nimmst du den Schlauch, ne, und dann. Aha. Ne, also, ne, nimmst die Flasche in die Hand. Ja. Ne, dann wird es auf nicht. Bei der Seite läuft, ne, und dann. Musst du sozusagen den Schlauch einführen in die Flasche, also ja, ansaugen, ja, Flasche ja, reinhalten, ja. Ne, und dann füllen sie das Ganze mit einem posierten Regenmantel-Sammler. Passt von alleine. Okay. Aber du musst ihn in der Hand haben und bestimmt da rangehen. Vielleicht stehst du auch zu weit weg. Ah, okay. Ich habe auch gerade keine Flasche in der Hand, aber ja, ich muss das auch mal probieren. Achso, warte, hier, warte ganz kurz.
kriegst du eine von mir, dann kannst du es nochmal versuchen. Okay, zeig mal. Alles so, hier, warte, ich stell die mal kurz dahin. So. So, ja. Jetzt? In die Hand nehmen, bestimmt dich daran und jetzt, wie du schon sagst, nimmst den Schlauch. Ne, und dann kannst du sozusagen mit dem improvisierten Regenmantel-Sammler befüllen. Hä? Hä? Also ich bin irgendwie zu doof dazu. Ich könnte jetzt einen blöden Spruch bringen wegen der Schlauchaktion, aber ich lasse es. Aber das kriege ich irgendwie gerade nicht hin. Ich gebe dir mal die Flasche wieder. Ich glaube, ich bleib beim Brunnen. Erstmal. Achso, okay. Hier, ich geb dir mal deine Flasche wieder. Alles klar. Nein, ich halte die Klappe. Nein, ich sag dazu jetzt nichts. Mm-mm. So, ich glaube, ich könnte hier schon mal Zeug reintun. Mit was könnte man denn die Flaggen wieder auffüllen? Die Fackeln. Werkzeugkisten. Nee, wieder auffüllen. Ich meine, einfach Stoffe rein, oder? Stoff, Stöcker, Bremsflüssigkeit. Bremsflüssigkeit geht auch? Da habe ich noch genug. Dann nehme ich die. Aber Stöcker geht auch, deiner Meinung. Ah, Bremsflüssigkeit habe ich zur Genüge. Nee, also werde wie Bremsflüssigkeit. Kann ich nicht mal auffüllen jetzt gleich. Ich müsste auch mal Klamotten waschen gehen eigentlich. Das wäre auch ganz gut. Üpp. Puh. Alles gut. Jo. Okay, hab was reingefüllt. Ich würde die gerade mal alle schon vollfüllen, dass wir die morgen dann haben. Heute Abend dann haben. Dass wir die alle anmachen können auch, bisse. Ach so, ja, stimmt. Da kann ich meine auch nochmal voll machen. Dann ist da ein bisschen Debatte da aus der Ecke. Ja, das da hinten auch noch. Da steht noch eine Fackel. Und da steht noch eine Fackel. Und da ganz vorne steht auch noch eine Fackel. Ja, cool. Die können wir noch voll füllen. Ich geh mal hier rein. Ich habe keinen Baseballschläger dabei. Ist echt blöde. Hä? Oh, du hast die Wand wieder benutzt. Oh Gott. Ja, zum Ziel. Wir haben noch hier Pistole. Komm ich mit zur Not. Na gut, die habe ich auch. Wir müssen mal nach Zeug gucken, dass wir das da reinstopfen können. Welche Munition ist noch drin? Ah, hab schon was gefunden. Sehr schön. So schnell geht's. Stefan ist hinten, okay. Gib deiner Schokokuchen. Überfress dich nicht. Ach scheiße, hab ich's verraten. Das war eine Überraschung. Ach scheiße. Oh. Schokokuchen, ne? Ja, ich hab Schokokuchen gebacken. Cool. Oh, Jeans. Nee, gar nicht. Guck mal hier, da haben wir eine Hippie-Hose, die kannst du zerschneiden. Ja, das ist voll. Stofffetzen? Lumpen? Ich frage, wie viel passt da rein, ne?
ist Miro? Da. Miro Blick einfach. Ah, Miro ist nicht so. Miro will das nicht machen. Hoffe ich. Okay, da passt aber echt viel Bremsflüssigkeit rein, ne? So, oh, das, die Hose gab viel. Okay, da passt echt viel rein. Dann schmeiß ich lieber noch in die hier rein. Oh, die hat die Bremsflüssigkeit drin, ne? Vielleicht in die noch einen rein. John Dick here, thanking you for joining us for another glorious battle. Once you're ready, be sure to sign up for one of our missions. Soll ich mein Alkohol dazustellen, wenn das hier wieder Party ist? Oh Gott. Ich glaube, das sollten wir nicht tun. Die Sache ist, wo starten wir das Feuerwerk eigentlich? Ist halt die Frage, ne? Von wo starten wir das Feuerwerk? Also ich wollte noch überlegen, wo ich denn sowas wie ein kleines Krankenhaus aufziehen könnte. 450, ey, diesmal geht das voll klar. Kann ich hier dazwischen irgendwie so ein kleines Krankenhaus hochziehen? Hm. Igor kann aber auch mal lange schlafen. Ne? Ja, Igor schläft echt lange manchmal, das ist echt schlimm mit ihm. Miro auch ein halber Frühaufsteher. Ja, Miro steht auch manchmal echt zeitig auf. Erzähl, bloß noch Igor. Hey Miro. Hey. Stefan, bitte. Such andere Musik, ja, bitte. Wollte ich gerade machen. Das war doof, ein Gedanke, danke. Hier doch. Ich wollte noch nach Getränken gucken. Ich werde nur mal. Jo. Ich guck nochmal. Sag mal, hat Miro bei dir auch eine Waffe hinten am Arsch gehabt? Ich glaube ja. Ja, gut, jeder trägt aber die halt woanders, ne? Ich träg die halt am Holster, ne? Ja. Manche klemmen die halt zwischen die Pobacken. Ich meine, warum nicht? Aber, ich meine, ich weiß irgendwie nicht anders, weil ich kann irgendwie hinten hinterm Gürtel besser ziehen. Also. Okay. Ne? Ich meine. Aber es ist halt zwischen die Pobacken festgeklemmt. Achso, nee, also einfach nur so hinterm Gürtel geklemmt ist das Ganze. Also so ein bisschen Gangster-Style ist das Ganze dann, weißt du? Ah, okay. Warte mal, ich hol mal Kohle raus. Ah, so. Besser. Wurde er verkalt? Ja, ein bisschen. Na okay, bist auch hier komplett kurze Klamotte, ne? Also. Ja, ja. Oh, das ist angenehm. Verbrennt aber nicht die Füße. Nein. Ich finde die Schuhe schick, auch wenn die nicht rot unten drunter wären. Was ist denn das? Ich muss mal irgendwo noch andere finden. Ich gebe die Suche nicht auf nach richtigen Schuhen. Sonst musst du hier mal, müssen wir mal hier in die Stadt oben, hier D3, D4. Gibt's da andere Sachen? Weiß ich nicht. Ja, klar. Schön wär's. Irgendwie bezweifle ich's. Oh Gott, Miro, ich seh's schon. Oh Gott. Den ganzen Schrank geführt. Ja. Das wird wieder so ein Abend wie letztens. Oh Gott. Und danach ist wieder Igor tagelang verschwunden. Oh mein Gott, sollen wir es wirklich machen? Weiß ich nicht.
Mach mal die Musik lauter, damit Igor mal wach wird. Du kannst dich ja mit dem Ding vor sein Fenster stellen und das so hochhalten, wie man das immer so einen kitschigen Film macht. Okay. Das machen wir die. Ich hab noch ein bisschen, na sag schon. Hä? Medizin. Ein paar Kochzutaten. Kochzutaten. Käse und ein Ei. Ja. Du hast Eier? Ich hab ein Ei hab ich. Also. eigentlich drei, aber zwei möchte ich behalten. Ist okay, ich nehme das eine, was du nicht behalten willst. Leg's auf den Tisch. Ja, ich leg's auf den Tisch. Oh. Und ein richtig dicker Klotz Käse. Dann brauche ich mal noch 5 Minuten. Ich muss mal kurz in mein Kochbuch gucken. Kochbuch gucken. Scheiße. Oh, der hat. Moment. Aha, Kuchen. Kuchen, Kuchen, Kuchen. Kuchen. Leute, Kuchen. Rezepte. Cakes. Schokokuchen gibt's schon. Schokokuchen habe ich schon. Und Cheesecake. Und Cheesecake. Oh mein Gott, wir machen Cheesecake. Oh ja. Ja. Oh mein Gott. Jungs? Ja? Was haltet ihr von Cheesecake? Cheesecake? Ja, Käsekuchen. Oh Mann. Alles klar, ist angenommen. Das war die richtige Antwort. Das Ei, Käse. Kann ich den auch nehmen? Ich kann den auch nehmen, gut. Käse, Zucker, Mehl, Kaffee. Salz brauche ich nicht. Doch, Salz brauche ich. Butter. Scheiße. Nein! Habt ihr noch Rosinen bei euch rumfliegen zufällig? Rosinen, ich denke schon, ich gucke mal. Ich werde sicher auch. Gott, bitte sag, dass du Rosinen hast. Ich flehe die an. Okay. Oh, bitte sag, dass du Rosinen hast, ja, Miro. Bitte, Miro, please. Ich hatte angefangen, eine Butter hier. Dann mache ich erstmal den hier. Guck mal, der ist nämlich fast. Nehmen wir erstmal den. Der Replay nervt. Bisschen. Ja. Und. Milch. Habe ich alles? Ich glaube, ja, alles, ne? Kaffee. Das habe ich. Das. Butter. Jetzt haben wir Rosinen, bräuchte ich da bloß noch. Wenn ich die Rosinen jetzt kriege, ey, oh. Alter, let's go. Club, falls du mich hörst, alle beschweren sich, dass Igor nicht aufsteht. So. Turn on. Nein. Cheesecake. Es regnet wieder. Oh, na. Please, no Regen. Butter, Salz, oh, bitte lass eine Rosine, bitte lass die Rosine. Ich habe die Rosine halt vor uns alle aufgefuttert noch, weil ich nichts anderes hatte. Dachte mir so, ja komm, wir könnten trotzdem backen, so ist es nicht. Aber ich kann auch versuchen, auf Perfektion zu machen. Miro, komm. Bitte Miro, bitte. Please, run! Gib uns die Rosine. Nicht. Renn, Miro! Oh, ich müsste pinkeln. Scheiße. Also real. Wie sieht es eigentlich in Ingame aus? Wo ich dabei kommt? Oh ja, ich muss pinkeln. Miro? Ja. Hast du noch welche? Mehr als genug, denke ich mal. Kannst du. Hast du eine Packung Rosinen, bitte reichen? Ja. Ah, sorry, ich bin gerade mit
alles gut. Ich bin mit Zigarette hier reingekommen. Oh Gott, alles gut. Miro, ganz kurze Sache. Ja. Aber kurz, muss ich danke verstehen. Dir. Ich glaube, Chira und Ipe wollen mal ganz gerne sehen, wie du deine Waffe ziehst. Ja, oder dreh mal um. Und zieh mal wieder deine Waffe. Nein, oh, andersrum. Steck mal wieder rein. Okay, und in den Ofen damit. So. Ah, jetzt ist es besser, jetzt ist besser. Jetzt hängt sie auf die Kette drin. Ach so. Okay. Eben gucke sie so etwas merkwürdig hinten raus. Okay, der Käsekuchen so, okay. Ist im Ofen. Und er sieht gut aus. Wow, der macht schon was her. Jetzt haben wir, ich habe heute schon Schokokuchen gebacken, jetzt noch Käsekuchen. Heute Nacht werden wir uns fett fressen. Also esst jetzt nichts mehr am besten, habt dann Hunger. Habt dann Hunger. Ja. Was wollte ich gerade sagen? Nichts mehr. Ich hab schon Pizza gebacken für heute. Richtig fett Pizza. Oh, Pizza? Ja, Pizza. Geil. Also, Chibabchichi gibt's noch, es gibt Roster. Esst am besten jetzt gar nichts mehr. Damit alles reinpasst. Ich glaube, da muss ich mal Platz schaffen. Nee, ist schon etwas länger her, wo ich was gegessen habe. Sonst hier nochmal Sportklamotte und dann laufen wir nochmal um die Stadt immer rum. Ja, klar. Ich soll mal kurz die Armvorräte wegbringen. Oh, es regnet schon wieder. Ah, nass. Oh Gott. Oh, wie geil. Wie einfach Rosinen hat. Schönes Ding. Zwei kommen in den Käsekuchen Rosinen rein. Wer hat denn das verzapft? Dann renne. Putsch da unten rein. Ja, ich muss jetzt den Rest halt irgendwie verbrutzeln, weil. Sonst wird das schlecht, das wäre halt scheiße, ne? Leute, heute passiert was. Heute wird geile Party. Ja, ich höre es fährt wirklich. Achso. Genau wie ich. Schmeckt beschissen, aber. Ja, ich muss das Fleisch halt brutzeln, ne? Nützt halt nix, das Fleisch müssen wir schon noch umbrutzeln. Wäre schade drum. Sammle ich sie mal auf. Nee, das ist das mit dem. Habe ich nicht irgendwo ein Rezept, wo ich vielleicht viel Fleisch mit einmal verbrate? Mix it? Oh, sieht lecker aus. Stefan? Ja. Ich kann dir Fischspieße machen. Die kenne ich auch. Also, okay. So auf den Stock mit ein bisschen Salz und Pfeffer. Okay. Das habe ich am Anfang gemacht, obwohl ich noch keinen Grill und noch keine Pfanne hatte. Ah, okay. Da habe ich immer auf den Stock gespießt und ins Feuer gestellt. So, ich werde jetzt noch normales Fleisch braten, weil das Fleisch muss halt weg. Es wäre schade um das Pferdefleisch, was ich noch gejagt habe. Dann werde ich das einmal umcraften. Das Pferd, ne? Jetzt ruft es dich und du kannst nicht. Ja, es ruft dich. Glück ist das so, ne? Es ruft dich. Es losgeht und dann passiert ja irgendwas, was witzig ist und ich bin nicht dabei. Ja, Igo ist ja noch nicht da. Ja, okay, komm. Igo ist noch nicht da, leg los. Solange du Igo noch nicht siehst, kannst du ja das Pferd jagen gehen. Wenn du Igo siehst, dann nicht mehr. Komm rein, Miro. Wenn du eine Zigarette hast, bitte so ein bisschen am Fenster oder so. Ich mag das nicht beim Essen. Oder an der Tür, ja, das sieht schon. Ich hatte ja vorhin noch einen Kühlschrank hier liegen lassen. Hab ich gesehen. Oh, hätte ich das eher gewusst. Ich weiß nicht, ob du brauchst, aber. Ne, ich hatte irgendwie. Kurz zuvor halt eine kleine Runde gemacht und da gesehen, ich finde inzwischen häufig Kühlschränke. Echt? Dachte ich mir, ja. Ja, da dachte ich, du. Ja, was ich momentan brauche und suche, das ist so ein zweiter großer Generator. Das ist so typisch.
Okay. Na, ich bin gerade zum Tor vorne raus. Und dann höre ich da aber Igor irgendwie durch die Gegend laufen. Ach, ist er wach geworden endlich? Ich glaube. Ja, okay. Das soll doch heute nicht mehr passieren. Ein großer Generator, sagst du. Wenn ich sowas finde. Falls du sowas noch hast, ich finde nur kleine irgendwie. Na, ich hatte bisher auch bloß kleine, aber mir reichen sie bisher. Aber bei deiner Küche, da brauchst du auf jeden Fall mehr. Ja, in zweiter großer reicht, dann kann ich noch einen vierten Kühlschrank betreiben und zwei oder drei Herdplatten sogar. Dann läuft die Küche komplett. Okay. Ja, sehr schön. Hast du schon meine Vorräte angeguckt hier drin? Lebensmittellager? Ich glaube nicht. Nein. Guck mal rein, scroll mal runter, alles schön sortiert. Ach. Ja, das muss. Hallo, ich liebe Kochen. Ja. Ja, sehr schön, sehr schön. Wenn das Fleisch durchgebraten ist, gehe ich mal ganz kurz pinkeln. Dann mache ich weiter. Ja, okay. Mensch, da bist du aber gut aufgestellt mit dem. Das Problem ist, das Traurige ist, es wird nicht reichen. Ja. Ich habe zur Notzeit der Alkohol oben nicht reichen, ich habe auch noch was. Ich habe zwar schon was hingestellt, aber ich habe noch mehr. Ach, wir haben. Ich denke mal, wir werden. Ich habe gerade Igor gesagt. Reichlich zu trinken haben. Ich glaube schon, ja. Ich komme auch gleich raus. Muss noch das fertig braten. Okay. Dann. Lauf ich auch schon mal. Ja, ja. Raus. Igor, bist du da? Ich glaube, ich tue meinen Rucksack irgendwie hier so hin. Kann ich hier? Jetzt, ich hab ein T-Shirt gefunden, da passt das dazu. Die Schuhe mit dem Rot. Ja, sehr gut. Ja. Brauchst du mehr Pfannen, oder? Nee, ich brauche einen großen Generator, einen zweiten erstmal, sonst kann ich die eh nicht alle betreiben. So, leider. Vorher geht hier nichts. Die Großküche ist noch nicht so groß, wie sie gerne würde. Habert nur noch am Strom. Vielleicht hast du genug Pfannen auch, nur kein Strom. Ja. Das ist ärgerlich. Wow. Was ist jetzt passiert? Keine Ahnung. Das ist Igor. Da ist Igor. Was macht der? Keine Ahnung. Was tut der da? Wow. Wow. Was war das für eine Nummer? Alles gut? Das ist gut. Was ist passiert? Was behinderte Scheiße. Igor, was ist los? Warte, was ist passiert? Hat er dich erwischt? Igor. Warte. Hallo, warte mal bitte. Igor? Igor? Ja. Warte doch mal bitte, was ist passiert? Hatte ich nicht erwischt. Wie siehst du denn aus? Wie sehe ich aus? Einfach nur zivile Klamotten an. Wieso hast du keine Hose an? Ich habe eine Hose an, siehst du doch. Eben nicht. Warum hast du gerade geschossen? Was ist passiert? Wenn ich das alles hier anquatsch. Wieso, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Ruhe. Kannst du uns gleich erzählen? Wir setzen uns dann, trinken was, essen. Und dann kannst du es mir erzählen, okay? Aber echt? Ja. Okay. Gut. Alles gut? Geht ja gar nicht. Alles okay. Okay. Mach ich mir mal ganz schön pinkeln.
So, ich komme sofort wieder. Ich bin gleich wieder da. Eine Sekunde. So, I'm back. Okay. Ich muss sowieso pinkeln, ey. Warte. Shira pinkelt aus dem Fenster. Das ist zwar ein bisschen unkonventionell, aber sie pinkelt jetzt wirklich mal aus dem Fenster. Es geht nicht anders. Ich muss noch eine. Ich muss unbedingt eine Toilette einbauen. Ich muss unbedingt eine Toilette einbauen. Muss ich noch machen. Ans Haus, das ist ein Anbau, der muss sein, glaube ich. So viel, da kannst du zwei draus machen. Ah. Oh ja. Na? Ja, die Scheiße. Igor, was ist los? Igor, was ist los? Ich war bei Herbert. Okay. Was ist mit Herbert? Sehr viel. Und zum Beispiel? Okay. Ich war bei Herbert ein paar Sachen verticken und da meinte er, ey Igor, komm doch mal her. Hm? Hat mich auf sein Handy aufmerksam gemacht. Er hat ein schickes Handy, muss ich zugeben. Okay. Hat er mir ein Video gezeigt. Und was für ein Video? Von meiner Freundin. Wie? Wait, wie sie gerade richtig hart durchgenommen wird. Ach, Scheiße. Fuck. Aber... Aber wie, woher weiß er, dass sie, also, okay, woher weiß der Typ überhaupt, dass sie deine Freundin ist und von wem und, also, wieso und, tut mir leid, Igor. Ich dachte mir so, Herbert, willst du mich verarschen? Wer ist dieser Wichser? Ich reiß ihm den Arsch auf und Herbert so, ja, das ist einer der Admins von Scum. Da dachte ich mir so, wieso zeigst du mir das? Wieso zeigst ausgerechnet du mir das? Ja, das habe ich mir auch gefragt. Ja. Einer, der Spielleiter quasi. So, what the shit. Der Spielleiter nicht, eher so einer, der, sag ich mal, die so mit irgendeiner leitende Funktion haben oder irgendwie okay. So hat, keine Ahnung. Okay, so Admin. Ja. Hat er meinte, er wird so, wir haben so ein kleine Geschäftsidee am Laufen und es wäre auch ganz gut, Igor, wenn du uns ein paar Joints regelmäßig versorgen würdest, können wir dann außen verticken. Wenn du es nicht machst, dann siehst du solche Videos vielleicht mal öfters in Zukunft. Also wenn das Herbert ein Halsabschneider ist, das ist uns allen klar, ne? Aber dass das so ein Arsch ist? Ich weiß nicht, was ist. Ich bin gerade hier für. Also erpresst Herbert dich gerade. Ja, gar nicht. Wahnsinn. Ja. Wow. Ich habe ihm gesagt, ey, ich habe keine, ich weiß noch nicht mal, wie man
wie man Joints macht. Ich habe noch nicht mal irgendwelche komischen Seeds oder ein Beet oder... Ja, ich hätte ein paar Tage Zeit, ich soll da mal was aufbauen. Also dann muss aber auch mal regelmäßig was kommen. What the fuck? Das ist krass. Aber willst du dich drauf einlassen? Willst du dich erpressen lassen von dem? Was soll ich machen? Mittelfinger zeigen? Ja, und dann sehe ich morgen das nächste Video, wo sonst was passiert. Oder schlag ihm das Handy aus der Hand, du musst da nicht hingucken. Die Sache ist... Wie, du musst nicht hingucken? Ja. Du kriegst ja bloß das zu sehen, was sie dir zeigen. Ja. Was meinst du? Was sollst du mit dir anstellen? Halt anstellen können? Also er war ignorieren. Dann schieß ihm in den Kopf. Dann zeigt er dir auch nichts mehr. Lass dich da aber nicht erpressen von ihm. Es geht darum, ob er es mir zeigt oder nicht. Es geht darum, was passiert. Wie, was passiert? Ja, aber, ja. Ich meine, ich kenne deine Freundin jetzt nicht. Ne? Aber ich kenne dich auch nicht. Kann man jetzt nicht vorstellen, also... war das unter Zwang oder wie? War das Vergewaltigung? Ja. Ja, okay, das ist dann... Okay, dann ist es was anderes. Dann verstehe ich ja total komplett, also dass du da... Scheiße. ...eingehen wollen würdest eventuell. Das hast du uns gerade nicht gesagt. Wenn es echt unter Zwang ist, ne, dann... Mann. Scheiße. Ich meine, wir haben ein großes Feld, wenn das jetzt sich nicht anders lösen lässt. Ich könnte maximal bei meinen Vorgesetzten nachfragen und sagen, dass Leute, die gerade helfen hier, Probleme haben und vielleicht können die das dann außen regeln. Dann gibst du dem vorerst nach. Wir haben ein großes Feld, baust du halt so einen Scheiß an. Gibst dem das. Was soll ich denn hier? Cannabis-Seeds da oder was das für eine Scheiße ist? Ja, vor allem, da meinte Herbert auch, ach ja, also wenn du keine findest, könnten wir die auch verkaufen vielleicht irgendwie. Ja, und dann soll ich die Scheiße wieder für einen Arschpreis verkaufen, damit die das da draußen sich ein bisschen was dazu verdienen oder was. Will natürlich mich verarschen. Bin ich hier irgendwie so ein Drogendealer oder was? Ist schon soweit. Also Igor, du hast mein größtes Beil, es tut mir unglaublich leid. Ich bin für dich da und ich helfe dir auch so gut ich kann. Das Einzige, was ich dir anbieten kann, ist das, was ich gerade sagte. Ich bin dann dafür, du machst das erstmal so hintenrum und wir gucken beim nächsten Kontaktaufnahme, dass ich das zur Sprache bringe. Vielleicht lässt sich da ja irgendwas machen. Keine Ahnung, mehr würde mir jetzt auch nicht einfallen, was ich dir anbieten kann, um dir zu helfen. Ich bin auch hier drin, ich kann sonst auch nicht viel machen. Wahnsinn. Ich stehe selbst unter Schock. Verkaufen die diese Scheiße? Damit habe ich nicht gerechnet. Also zwei Stück hatte ich tatsächlich mal gefunden. Oh, ich muss ganz kurz auf den Kuchen gucken. Ich hatte auch mal welche, aber das war voll. Den habe ich ganz vergessen, Alter. Oh, perfectly cooked. Oh, ich bin so gut. Ich bin so gut. Oh mein Gott. Hat er was gesagt, welche Mengen du da fertig machen musst? Nein, also, ich bin ja nicht ganz doof. Ich habe natürlich erstmal gesagt, ja, ich habe doch kein Feld und kein, also er weiß ja nichts von dieser Base hier. Ich habe gesagt, ja, ich muss erstmal ein Feld anlegen. Ich habe keine Seeds und hat er gesagt, ja, so, ne, ich habe jetzt erstmal ein paar Tage Zeit, überhaupt erstmal so die Grundlage zu schaffen, dass ich erstmal was anbauen kann. Und wenn ich keine Seeds finde, könnte ich die auch irgendwie überteuert einkaufen oder so. Hat er so schäbig gelacht. Also ich weiß noch nichts von irgendeiner. Ich meine, ich kann sowieso nicht so viel liefern. Also ich weiß nicht, wie die sich das vorstellen. Das ist totale Erpressung. Scheiße, mit sowas habe ich nicht gerechnet, so fällt mir nichts ein. Wie ich dir helfen kann und ich bin dabei so. Ja, ich helfe dir auch. Also, wenn du zwei Seeds hast, brauchst du dich
Möchte ich halt anpflanzen, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ich wollte es immer mal ausprobieren, die anzupflanzen, aber das geht jetzt natürlich vor, also gar keine Frage. Also ich habe hab auch noch ein paar Seeds da, aber ich weiß nicht, welche genau. Der Dude, also hier, Herbert meint auch irgendwie, ich soll irgendwie schon mal Bücher sammeln gehen oder so, also scheinbar, keine Ahnung. Du brauchst Papier, um Joints zu drehen. Aufzurollen oder so. Also, natürlich, Papier, um Joints zu drehen. Ich hab's nie gemacht, ey. Damit könnte ich tatsächlich schon aushelfen, da habe ich eine gewisse Masse. Ach, du warst mal bei diesem dieser Bären-Junkie da, hier, wie ja, Nick, wie heißt er noch? Nick, genau. Ja, der hat er richtig angebaut. Der wäre jetzt Experte in dem Gebiet, glaube ich. Aber ich habe so ein bisschen gesehen, also ich kann dir da vielleicht ein bisschen bei helfen. Ja, zusammen versuchen, also sagen wir das so. Oder? Okay, das war jetzt ein Hammer, damit habe ich nicht gerechnet. Ich sagen, scheiße. Dass ich das hinkriege, aber holy fuck. Und sonst, hier, Shira ist ja auch schon, obwohl da muss man Twitch aufpassen wegen einem Vorgesetzten. Sonst, ich kann da nicht mitmachen, ich kann. Ich hab das eigentlich sollte das für mich mal. Igor, ich hab eine Hose an. Igor? Hallo, ich sehe deinen Arsch. Guck nicht hin. Dann würde hier Shira nicht in die Scheiße rein. Ne? Ich wollte jetzt anfangen, mir so einen kleinen Rückzugsort am Strand zu bauen, auf der Insel. Da können wir das machen. Strandinsel? Oh. Ja. Ja, hier die große Insel. Wenn du jetzt hier schräg übers Wasser guckst, dann hinter meinem Haus ist die große Insel. Da habe ich so eine kleine Bucht gefunden, die mir direkt schick war und da war ich mir so ein. Ach. Das dicke Ding da hinten, meinst du? Ja, genau, das ist eine coole Bucht. Wo wir fast abgesoffen wären auf dem Wasser, ey. Ja, genau, nur auf der anderen Seite. Ne, da wollte ich mir eine Hütte hinbauen und sowas, und zum Angeln und ein bisschen chillen, Sonne, Strand, ein bisschen tauchen und so. Ne, da ist das weit weg von Shira, dann hast du sie nicht mit in die Scheiße, dann können wir das sonst nur da machen. Ja, zur Not, aber keine Ahnung. Wir haben Cheesecake jetzt schon mal. Hallo, Cheesecake! Hey, ich weiß auch nicht, welche Menge er sich vorstellt. Ich kann jetzt hier keine Fabrik hochziehen und 50 Millionen Joints am Tag liefern. Du bringst ihm einfach erstmal einen Schwung und dann wirst du ja sehen, was er sagt. Erstmal was angebaut kriegen. Soll den Ball flach halten. Der kriegt sein Fett noch weg für die Nummer. Zu dem gehe ich nochmal. Presse. Ich wollte auch selber irgendwie kiffen, ey. Also ich kann ja unmöglich Mengen liefern, dass man die nach draußen verkaufen kann. Oder wie keine teuer Ahnung. Ist so ein Joint? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne das mich nicht mit aus. Mann. Igor, ich habe gerade ein Cheesecake gebacken. Willst du mal kosten? Vielleicht andere Gedanken, ein bisschen Zucker für den Kopf. Ich lege ihn dir mal hier hin. Jeder ein bisschen, es reicht gut. Jeder kriegt ein Stück. Bitteschön. Kost mal, aber schmeckt. Das ist echt ein Cheesecake. Ja, ist ein Cheesecake. Was hast du gedacht? Das ist ein Cheesecake. Guck mal, aber schmeckt. Ah. Ist er süß genug? Oh, der ist das. Oh, perfekt, also. Oh. Das freut mich. Gib ihm noch Schokokuchen später. Ach, ich hab schon wieder verraten. Ach, Mann. Schon das dritte Mal verraten jetzt. Ach, scheiß drauf. Ich hab Pizza gebacken. Es gibt dann Fettpizza, Alkohol, Käsekuchen, Schokokuchen. Und noch mehr Kuchen. Oh, ich koste jetzt auch noch einmal, dann könnt die anderen auch noch kosten. Der ist lecker. Oh, der ist voll cremig. Ja, ist wahrscheinlich wieder so abschießen heute. Dann trink nicht so viel Alkohol. Naja, sag doch bloß wir. Aha. Solange wieder keiner einen anderen auszieht. Stefan! Bitte was? Nee, alles gut. So. Miro, hier, guck mal, kostet du auch mal dein Stück. Ich. Bitteschön. Gibst du das andere Stück dann, Stefan? Na klar. Bitte? Ich war betrunken und hier wurde Schwimmerwehr ausgezogen. Und die Person, die es getan hat, war nicht betrunken. Aha. Hm.
Stefan, das letzte Stück ist dann deine. Miro gibt's ja hinterher. Man schiebt das an der Kippe vorbei einfach in den Mund. Nein, ist schon krass. Hardcore-Raucher. Ich wollte gerade schon sagen. Schon so ein Hardcore-Raucher. Bist du auch einer, der sich die nächste Kippe mit der anderen, die noch glüht, anzündet? Oh Gott. Was? Oh, damals schon, ja. Du warst echt so ein Hardcore-Raucher, Miro? Ein Cheesecake. Ich hab fast ins Feuer gelatscht. Ja, damals schon. Ja, und jetzt nicht mehr was. Oh, das ist... oh, der riecht lecker. Na, jetzt, oh, gut. Mir mir ist jetzt erst aufgefallen, dass sie gar nicht angezündet ist. Aber bei mir glüht, also die glüht doch ein bisschen, oder nicht? Glüht die nicht? Sieht aus, als ob die glüht bei mir. Oh, das war nur lustig, was da abgeführt. Jetzt bestimmt. Besser Käsekuchen erwachst jetzt. Freut mich. Später gibt's dann, nach Pizza gibt's dann auch noch Schokokuchen. Auf jeden Fall. Oh mein Gott. Also. Nach der Pizza gibt's. Ja, also. Weil ich noch nie Käsekuchen gegessen habe. Fresst euch bitte nicht vorher schon so voll, ne? Es gibt genug Essen. Ich habe so viel gekocht. Ja, wird immer wieder Zeit, dass wir wieder ein bisschen. Ich hab Durst. Ich hol mal ganz kurz was zu trinken. Die aber auch angesetzt wird. Warte mal. Oh. Igor? Ich sah schon guten Arsch. Danke. Alter. Ach scheiße, ich müsste das umbraten. Was ist denn jetzt welcher? Warte mal, ist das der hier? Ja. Nein. Ich schmeiß das mal ganz kurz da rein.